Schon in grauer Vorzeit wussten sich die Menschen vor Witterungseinflüssen, vor Kälte und Feuchtigkeit mit Tierfellen zu schützen. Heute, im Zeitalter der Kunstfaser, haben Naturfelle einen Hauch von Luxus, besonders wenn sie auf althergebrachte Weise gegerbt wurden. Die bei der Gerbung eingesetzten Hilfsstoffe können sehr unterschiedlicher Natur sein und sind oft giftig. Trotzdem, hochwertig gegerbte Felle sind durch ein Minimum an Chemie sehr hautfreundlich und besitzen keinen Eigengeruch. Gerben bedeutet zunächst nichts anderes als haltbar machen. Ohne Behandlung würden die Rohfelle sehr schnell die Haare verlieren und schließlich verrotten. Bakterien sind hierfür verantwortlich, die es bei der Gerbung abzutöten gilt. Doch wie geht das vor sich? 6 Uhr morgens in einem kleinen Ort im Westerwald. Noch ist es ruhig in der Gerberei. Am Vorabend wurde ein Stapel Schaffelle angeliefert. Sie stammen von Schlachttieren und die Felle sollen später einmal in den Betten ihrer Besitzer wohlige Wärme verbreiten. Damit die Felle während des Transports nicht verrotten, wurden sie direkt nach dem Abziehen mit Kochsalz eingerieben. Sie haben viel Feuchtigkeit verloren und müssen jetzt gewässert werden. Gerber Jörg Weiß lädt sie in ein großes, wassergefülltes Holzfass. Bei diesem ersten Arbeitsschritt, in der Fachsprache Schmutzweiche genannt, werden grobe Verunreinigungen wie Gras oder Tierkot entfernt. Zusätzlich erhalten die Felle die beim Transport verlorene Feuchtigkeit zurück. Zu lange dürfen die Felle nicht in der Lauge bleiben. Schon nach kurzer Zeit ist das Wasser stark mit Fäulnisbakterien angereichert, die Felle recht bald unbrauchbar machen würden. Beim Abziehen des Fells bleiben immer wieder kleine Fleisch-, Gewebe- oder Fettreste zurück. Vor der Gerbung müssen sie von der Lederhaut entfernt werden, damit die Chemikalien später ungehindert in die Haut eindringen können. Diesen Vorgang nennt man Entfleischen. Auf einer speziellen Maschine wird das Rohfell zwischen zwei Walzen gepresst. Die obere, der Lederhaut zugewandte Walze besitzt auf ihrer Oberfläche scharfe Messer, die Gewebreste, einer Rasierklinge ähnlich, abschaben. Nach dem Entfleischen geht es noch einmal in die Waschmaschine. Hinzu kommt ein Reinigungsmittel, das Haarshampoo sehr ähnlich ist. Als zusätzliches Entfettungsmittel dient Soda. Je nach Verwendungszweck des späteren Fells kommt manchmal noch ein Bleichmittel hinzu. Die letzten beim Entfleischen bereits gelösten Haut- und Gewebereste werden bei diesem Waschvorgang weggespült. Auch zum jetzigen Zeitpunkt unterliegt das Fell noch immer der Fäulnis. Die Haltbarmachung der Felle findet in einem Gerbtrog, auch Haspel genannt, statt. Bevor es aber soweit ist, muss das Tierfell gepickelt werden. Dazu wird den in der Haspel schwimmenden Fellen Kochsalz beigegeben. Nach einiger Zeit, wenn sich das Salz vollständig im Wasser gelöst hat, kommt Ameisensäure hinzu. Vor dieser Behandlung kann man sich die Lederhaut des Fells als eine Art dicke, nahezu undurchlässige Folie vorstellen. Durch das Pickeln mit Kochsalz und Ameisensäure wird die Haut aufgeschlossen, sodass die Gerbstoffe später gleichmäßig und tief eindringen können. Für etwa eine Nacht bleiben die Felle in dieser Lösung. Am nächsten Tag kommen die eigentlichen Gerbstoffe hinzu, in unserem Fall Aluminiumoxid und Harnstoff. Sie dringen in die Haut ein und werden dort eingelagert. Durch die Auswahl verschiedener Gerbstoffe lassen sich die späteren Gebrauchseigenschaften der Felle bestimmen. Grundsätzlich lassen sich Gerbstoffe in 3 Gruppen einteilen. Pflanzliche Gerbstoffe werden aus der Rinde tropischer Bäume, aber auch aus der Rinde von Buchen, Eichen und Kastanien gewonnen. Sie alle führen zu einer charakteristischen Braunfärbung des Fells. Synthetische Gerbstoffe sind pflanzlichen Gerbstoffen häufig nachempfunden. Hochwertige Substanzen verleihen den Fellen oft zusätzliche, für die industrielle Weiterverarbeitung nützliche Eigenschaften. Beispielsweise machen sie die Felle resistent gegenüber Körperschweiß.
Mineralische Gerbstoffe auf Chrom- oder Aluminiumbasis sind immer dann die erste Wahl, wenn die Felle später gefärbt werden sollen. Unabhängig von diesen Stoffgruppen unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Gerbarten: die reversible Gerbung und die irreversible Gerbung. Bei der reversiblen Gerbung wird der Gerbstoff in die Lederhaut des Fells eingelagert und lässt sich leicht wieder auswaschen. Die meisten pflanzlichen und einige mineralische Gerbstoffe wie Alaun und Aluminiumoxid besitzen diese Eigenschaft. Hiermit gegerbte Felle können nicht gewaschen werden und benötigen zur Reinigung eine Spezialbehandlung. Bei der irreversiblen Gerbung geht der Gerbstoff mit den Bestandteilen der Lederhaut eine chemische Verbindung ein. Die Chromgerbung und viele synthetische Gerbmethoden gehören dazu. Auf diese Art und Weise gegerbte Felle sind wasserunempfindlich und damit mit gewisser Vorsicht waschbar. Die fertig gegerbten, noch feuchten Schaffelle werden auf Metallrahmen gespannt. Dadurch wird verhindert, dass sich die Lederhaut beim Trocknen zusammenzieht und die Felle die Form verlieren. Der beidseitig mit mehreren Fellen bestückte Spannrahmen kommt in einen Durchlauftrockenofen. Bei moderaten Temperaturen wird den Fellen die Feuchtigkeit bis auf einen Restgehalt entzogen. Damit ist die erste und wichtigste Phase der Fellgerbung beendet. Die Felle verlassen die Wasserwerkstatt und gelangen in die Zurichterei. Der nächste Arbeitsschritt. Die noch Restfeuchtigkeit enthaltenen Schaffelle kommen in eine große Schütteltrommel. Die Rotationsbewegung der Trommel sorgt dafür, dass die noch Restfeuchte enthaltenen Felle während der weiteren Trocknung nicht hart werden. Ein Vorgang, den jede Hausfrau kennt. Moderne Wäschetrockner erfüllen im Haushalt den gleichen Zweck. Jetzt werden die Felle gestollt. Auch hierfür gibt es eine spezielle Maschine, mit deren Hilfe die Felle durchwalkt und gestreckt werden. Vergleichbar einem gebrauchten Fensterleder, das weich gerubbelt wird, verliert die Lederhaut ihre Steifigkeit und wird wesentlich geschmeidiger. Die Endbearbeitung der Lederhaut erfolgt auf einem Schleifstein. Überschüssiges Gewebe wird entfernt und die noch raue Oberfläche geglättet. Durch die Nassbehandlung bei der Gerbung sind die Haare der Felle stark verfilzt. Mit einer Maschine, vergleichbar mit einer riesigen rotierenden Drahtbürste, werden die Felle aufgekämmt. Gegebenenfalls werden sie zusätzlich mit einem ebenfalls rotierenden Messer auf die gleiche Haarlänge gebracht. Die Gerbung und Aufbereitung der Felle ist damit abgeschlossen. Schaffelle in unterschiedlichen Farben und Formen. Verarbeitet zu medizinischen Nackenstützen, zu Babyfellen, als Sitzbezüge fürs Auto oder als wärmende Hausschuhe. In vielfältigen Formen sind die Felle bereit, um uns, dem Verbraucher, wohlige Wärme zu schenken.